alternative Proteine. Wie ernähren wir uns in Zukunft? Von veganen Fleischalternativen bis hin zur Nutzung von Technologien wie Präzisionsfermentation und Zellkultivierung zur Herstellung von Lebensmitteln. Darüber sprechen wir. Hallo zusammen und hier sind wir wieder in der Küche zusammen bei der Krones AG. Ich bin Maike und zuständig als Lebensmitteltechnologin. Und ich bin der Florian von der Krones AG und zuständig für den Vertrieb von alternativen Getränken. Und ich bin der Alex von der Steinecker GmbH und bin zuständig fürs Engineering und Konzeptionieren der Anlagen. Genau, wir haben euch ja das letzte Mal schon über die drei verschiedenen Bereiche erzählt, also pflanzliche Proteine, fermentativ hergestellte Proteine und Zellkultivierung. Und heute wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, was pflanzliche Proteine angeht. Hier haben wir einen kleinen Film für euch vorbereitet. Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, Saaten und Pseudogetreide wie Amaranth, sie enthalten die meisten pflanzlichen Proteine. Auf einem veganen Speiseteller finden sich daher gut und gerne Linsen, Bohnen, Lupinen, Erbsen und Kichererbsen, genauso wie Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte wie Tofu. Wer sich vegan ernährt, für den steht das Tierwohl an erster Stelle. Die Basis für vegane Getränke und Lebensmittel als Ersatz zu tierischen Produkten bilden alternative Proteine. Das bekannteste Beispiel sind sicherlich Drinks auf Pflanzenbasis, die aus Getreide, Wasser und Zusatzstoffen wie Öl ganz einfach ausgemischt werden. Genau, heute wollen wir euch nämlich zeigen, wie man pflanzenbasierte Milchalternativen am Beispiel von Haferdrink herstellt. Alex, du warst doch letztens in Neuseeland. Kannst du uns bitte erklären, was dort genau passiert ist bei unserem Kunden? Ja, gern. Ich habe ein paar Fotos oder Videos gemacht und kann euch zeigen, wie dort der Haferdrink hergestellt wird. Also letztendlich nehmen wir Haferkörner und transportieren die im ersten Schritt in eine Mühle, um die Haferkörner zu zerkleinern. Dieses zerkleinerte Haferkorn wird dann in unsere Maischgefäße transferiert und dort in den Maischgefäßen gemeinsam mit Wasser vermengt und Enzyme zu dosiert. Die Enzyme sorgen dann dafür, dass wir die Stärke aus dem Hafer in Lösung bringen und hydrolysieren zu verschiedenen kettigen Zuckerlängen. Nachdem dieser ganze Prozess, der ungefähr eine Stunde dauert, abgeschlossen ist, gehen wir dann hin, transferieren diesen ganzen Hafersuspension in einen Dekanter für eine Fest-Flüssig-Trennung und gewinnen dadurch unsere Haferbase. Und so funktioniert der Prozess im industriellen Maßstab auf unseren Anlagen. Und was da im Genauen passiert, das stellen wir jetzt hier mal in der Küche nach. Okay, was brauchen wir alles? Also Wasser hast du gesagt und Hafer haben wir hier. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Topf und einen Mixer, um das Ganze zu vermengen. Und letztendlich noch unsere Enzyme, die den ganzen Hafer dann aufspalten. Sonst hätten wir einen Teig und eben keine Haferbase. So Flo, nimm mal das Wasser und schütt mal in den Topf rein, bitte. Gerne, Alex. So. Das Wasser hat jetzt ungefähr, ja, ist lauwarme Temperatur, auf jeden Fall nicht kalt. Genau, ist schon warmes Wasser. Da geben wir dann die Haferflocken in dem Fall dazu. Im industriellen Maßstab können wir auch ganze Körner verwenden oder fertiges Hafermehl. Hier der Einfachheit halber nehmen wir einfach die Haferflocken. Und jetzt mixen wir das Ganze zusammen zu einem Brei. Ungefähr so hört es sich in der Industrie auch an. Und jetzt, Maike, gib mal bitte die Enzyme dazu. Alles? Ja, alles. Und das Ganze können wir jetzt aufhören zu mischen und das Ganze stellen wir jetzt auf den Herd und erhitzen es für ungefähr eine Stunde, damit die Enzyme vernünftig wirken können und die Stärke zerkleinern können. Und so funktioniert der Prozess grundsätzlich auch im industriellen Maßstab und jetzt müssen wir warten, bis es fertig ist. Genau, die Enzyme haben in dem Fall genau zwei Aufgaben, also einerseits die Stärke aufspalten, um die Viskosität, also die ganze Masse dünnflüssiger zu machen
und andererseits auch den Süßegrad einzustellen. Das kennt man ja selber von zu Hause. Wenn man mal rein nur Haferflocken im Mund nimmt und zerkaut, macht das der eigene Speichel auch im Mund selber, dass man einen süßen Geschmack danach im Mund hat. So, und jetzt sind wir wieder hier. Wir haben ungefähr eine Stunde gewartet, bis die Hydrolyse zu Ende ist. Wie machen wir jetzt weiter? Also jetzt müssen wir schauen, dass wir die festen Bestandteile aus dieser Suspension von den flüssigen Bestandteilen trennen, also die flüssige Haferbase gewinnen. Das wird im industriellen Maßstab mit einer Dekanterzentrifuge gemacht. Hier nehmen wir jetzt einfach das Küchensieb und seihen es ab. Jetzt ist es so, dass im Prinzip die unlöslichen Bestandteile im Sieb bleiben und das, was gelöst wurde von den Enzymen, in den Becher unten fließt. Und das ist im Prinzip die fertige Base, mit der wir dann einen Haferdrink herstellen können. So, ich glaube, das reicht schon. Das lassen wir jetzt noch rauslaufen. Man sieht, es filtriert relativ schwer. Aber zum Zeigen. So. Und hier haben wir nun die Haferbase, die jetzt fürs fertige Produkt noch mit Öl, Zusatzstoffen, Salzen versetzt wird und mit Wasser auf die finale Trinkstärke eingestellt wird, so dass sie dann verpackt werden kann und verkauft werden kann. Genau, ich finde, das sieht man ja eigentlich immer ganz gut. Also wenn man mal im Supermarkt ist, was es für eine Vielfalt gibt an verschiedenen Haferdrinks. Also ob für die Kaffeemaschine als Barista-Version mit Kalzium zugesetzt, um der Milch etwas näher zu kommen. Also da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Probieren wir mal. Ja, probieren wir mal. So, zum Wohl. Zum Wohl. Ja, schmeckt gut. Ja, sehr gut. Kommt gut rein. Ja, also wie ihr gesehen habt, das ist gar nicht so schwer, auch zu Hause herzustellen, wenn man die richtigen Utensilien hat. In der nächsten Folge werden wir über ein Zukunftsthema mit euch sprechen. Und zwar geht es dann um fermentativ hergestellte Proteine. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.